Jo, herzlich willkommen zurück. Und na, das haben wir schon. Wollen wir mal weitermachen? Herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 4 und ja, auf geht's hier mit den Videos jetzt erstmal wieder. Und? Was gibt's Neues? Talven. Er war es die ganze Zeit. Pff, dieses Schwein. Ich hatte ihn in Verdacht. Guter Mann hat ihn eigentlich gleich gefangen genommen, aber naja, neugierig. Kugel in den Kopf jagen sollen. Hey, Junge! Ich hab doch in dem Schiff so ein komisches Ding gefunden. Ich weiß jetzt, was es ist, aber ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Zu diesem Zeitpunkt sollte man vom Unmöglichen ausgehen. Das Baby hat eine ganze Menge drauf. Man kann damit ein Großkampfschiff, ein Haus, vielleicht sogar eine ganze Station hochgehen lassen. Aber es kommt noch viel besser. Es funktioniert von innen nach außen. Hört sich irre an, oder? Nicht für mich. Ich kenne ihre Wirkung. Sie heißen Flashpacks. Wann haben... Wie viele haben wir davon? Nur die eine. Aber ich könnte in einer Woche ein paar basteln. Wir haben keine Woche Zeit. Die Abstimmung ist bald, ne? Mit dem Rat. Alles schöne Scheiße, das sieht eigentlich alles ziemlich kacke aus gerade. Und ja, jetzt wird es zwar interessant, ja. Jetzt kommt ein wichtiger Teil. Es heißt Vesuvius. Gegen ihre Manövrierbarkeit und Beschleunigung haben wir keine Chance. Das stimmt. Ich habe die Konstruktionspläne gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie es so schnell fertig kriegen. Es nimmt Kurs auf den üblichen Jump Point im Solarsystem. Ein so großes Schiff hat keine Wahl. Aber ein Schiff unserer Größe hat andere Möglichkeiten. Wir kürzen den Weg durch das Ella-Sternsystem ab und quetschen uns durch diesen Jump Point. Womit Tolvin niemals rechnet. Weil das System eine konföderierte Superbasis ist. Ja, so ist es. Unsere Verletzung des Luftraums wird für Wirbel sorgen. Das Schlimme ist, dass Ella dicht bevölkert ist. Also starten wir einen Präventivschlag. Flyers hat uns von der Scheibe erzählt. Das Flashback? Dann werden wir Tausende von Zivilisten töten. Die Superbasis ist nicht vom Rest des Systems isoliert. Wir können den Krieg nur verhindern und Millionen von Leben retten, wenn wir Tolvin gefangen nehmen. Ich schlage vor, dass wir die Superbasis zu einem Kampf im All provozieren. Gegen ihre Streitkraft werden wir niemals ankommen. Na gut, es wird ein harter Kampf, aber das Flashpack einzusetzen und absichtlich Zivilisten zu töten, ist moralisch nicht vertretbar. Hat sie absolut recht? Panther hat recht. Wir dürfen keine Zivilisten töten. Den anderen Weg, den könnte man ja auch mal zeigen. Das werde ich nachträglich dann mal machen. Dafür werde ich gleich nochmal Spielstandgeschichten regeln müssen. Aber für dieses Let's Play ist das Panther recht hat auf jeden Fall der Weg, weil ich brauche das Flashback später. Denn ich bin einfach ein zu schlechter Pilot. Das Flashback wird auf keinen Fall eingesetzt. Wir versuchen, sie abzuhängen. Ja, das muss ich jetzt erstmal. Mache ich denn das jetzt? Ich lade das. Speichere das extra und sage hier später. Ah, macht er nicht. In dem Spiel später Alternativweg. Oder ich mache es so wie das andere. Anders Story machen. Zwei. Also gibt es schon zwei Stellen auf jeden Fall. So, jetzt. Ja, ich lade den einfach nochmal.
Videos kann ich ja wegdrücken. Weitestgehend. Das funktioniert ja jetzt noch zum Glück alles schön flott. Peter hat recht. Das ist jetzt erstmal mein Weg. Für dieses Let's Play. Ich werde das auch über Wing Commander 3 machen und werde die ganzen alternativen Sachen nachreichen dann. In der extra Playlist. Das ist, denke ich, der günstigste Weg, das alles zu zeigen und so. Und jetzt geht's dann hier auch schon mit Missionen weiter, ja. Ja. Gut, nochmal eine Runde safen hier. Kann nie schaden. Aber mal gucken, wie es weitergeht hier. Ich finde diesen Vorschlag unannehmbar. So etwas wäre moralisch. Ich kann es nicht akzeptieren. Wenn Krieg ist, dann... Ich bitte Sie, es reicht jetzt. Dies wird die schwierigste Mission, die wir je vor uns hatten. Wir begleiten die Intrepid zu diesem Jump Point. Das heißt, dass wir an der Superbasis vorbei müssen. Wenn sie uns verfolgen, und ich sehe keinen Grund, warum sie das nicht machen sollten, werden wir alles brauchen, was wir haben, um sie zu besiegen. Es gibt noch einen anderen Weg, unschuldige Zivilisten zu töten, doch das ist nicht akzeptabel. Wir können es schaffen, Leute. Vielleicht verhindern wir damit einen Krieg. Alles klar, los geht's. Komm mit. Ja, Hawk findet es immer noch verkehrt, aber das ist taktisch auch so von mir. Ich war die ganze Nacht auf Achse, nur damit diese verdammten Dinger heute starten können. Also macht euch da draußen nützlich. Und sagt, Maniac, er soll gefälligst aufhören, den großen Angeber zu spielen. Er setzt die Flexdüsen zu großer Hitzebelastung aus. Wahrscheinlich mit diesem verfluchten Marshall-Spin-Blödsinn. Verrückter, egoistischer, konföderierten Idiot. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist geil. Auch er regt sich über Maniac auf. Ich liebe es. Ich liebe es. Das ist so geil. Das ist mir in der Vergangenheit nie aufgefallen, dass selbst er sich über Maniac mokiert. Ja? Das ist cool. Das ist nett. So macht es auch Spaß, Let's Plays zu machen, weil das ist irgendwie auch so wie bei dem Demon. Ich habe mal von ihm gelesen, dass er diese Let's Plays macht, weil er dadurch Spiele dann mal richtig durchspielt und sich auch mal richtig anguckt und nicht nur irgendwie da so ein bisschen rumdallert. Mal hier und dort. Und irgendwie entwickelt sich das bei mir genauso. Ich mache das einfach, weil ich mir Spiele genauer angucken möchte, natürlich auch zeigen möchte. Und ja, man ist irgendwie aufmerksamer dabei. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber das ist halt ein Effekt, den man gerne nutzt. Ja. Ich habe ja an einem Spiel aus den 90ern heutzutage nochmal richtig Spaß. Und entdecke sogar noch Sachen, die ich vorher nicht entdeckt habe. Ja, das ist wie bei Filmen gucken. Wenn man gute Filme öfters guckt, dann, oder manche Filme muss man da öfters gucken, um die Storys überhaupt zu verstehen, um da manches zu kapieren. Und das ist halt echt eine feine Sache. Ich finde das geil. So, genug gequasselt, auf geht's hier. Wir haben einen Krieg zu verhindern. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Schadensmeldung geben. Achso. Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Erst diese Fregatte und dann die Piloten oder erst die Piloten und dann die Fregatte. Das ist eine ziemlich harte Mission hier. Du bist erledigt, Drecksack. Diese Fregatte muss auf jeden Fall unbedingt weg. Ah. Verpisst euch mit diesen verdammten Raketen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, dafür muss ich den Schwierigkeitsgrad nochmal runterstellen, wa? Dann werde ich bestimmt gleich ordentlich verrecken hier. Mit uns ist es vorbei. Das ist cool. Gleich bist du tot. Feindziel zerstört. Oh, Mann, ey. Feindziel zerstört! Also gegen Raketen kann ich wohl nicht mehr so viel machen mittlerweile. Ich habe nur noch da oben rechts bei dem D, was dann immer runterzählt, wenn ich E drücke, nur noch 6 Stück.
Das wird jetzt nicht mehr so angenehm langsam dann. Da bin ich jetzt mittlerweile ziemlich am Arsch. Mein Ziel zerstört! Ja, Mann. Mein Ziel zerstört! Sehr gut. Scheiße, verdammt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Mein Ziel zerstört! Ich verrecke doch mit Sicherheit jetzt demnächst. Ich muss Story aber unsichtbar machen, hilft glaube ich nicht. Wenn die Rakete einen erstmal drin hat, dann hat die einen drin. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Gucken, ob drei Raketen reichen, um den Cruiser ordentlich zuzusetzen, dass der schnell weg ist. In die Triebwerke schießen war, glaube ich, auch eine ganz gute Idee gewesen, ne? Torpedos helfen mir, glaube ich, nicht, weil dann bin ich, die sind nicht schnell genug. Ihr Grenzwäldler, wollt eine Kostprobe von mir haben? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Oh, doch, das hilft anscheinend, die Raketen loszuwerden, das ist gut. Habe ich so noch nicht rausgefunden gehabt. Ich muss mich beeilen jetzt hier. Mit dem Ding da. Sonst zerstören die mir die Imprapple. Ja, verdammt. Ja, das wird jetzt kriminell hier. Vollkommen zerstört. Jetzt wird das kriminell. Weg. Ich möchte mich ja nach Möglichkeit hier nicht unverwundbar machen, weil das wäre total gemogelt. Also versuche ich das lieber mit einem... Na, wobei ich wusste das mit dem Unsichtbar machen noch nicht. Ich kann mir vielleicht noch von diesem... mit dem D da noch was aufsparen und das einfach nur anders machen. Probier es doch erstmal nochmal auf Veteran. Gucken, vielleicht kann ich auch Torpedos verwenden. Wollen mal sehen, wie das jetzt so läuft hier. Feinde, um Zielschießen zu üben. Ich kümmere mich jetzt lösen und feuern. Einfach mal erst um die Piloten, mal gucken, ob das drin ist, ob das möglich ist. Ja, komm schon. Mein Ziel zerstört! Mein Ziel zerstört! Junge, Junge, Junge. Scheint ja bis hierhin erstmal zu klappen, das Ganze. Ja, shit.
erledigt. Super Schutter. Yeah. Ich bin ja auch Colonel Christopher Blair. Super Schutter. Ich habe meine Rakete reingedrückt hier. Ja, wo bist du? Mit uns ist es vorbei. Das Schiff explodiert gleich. Also, wir sind vollkommen zerstört. Okay. So geht das also auch. Also doch nur um die Piloten kümmern. Okay. Ja, wenn man schnell genug ist, dann auf die Fregatten oder so drauf. Je nachdem. Schauen wir mal, ob das klappt. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Er geht auf die. Ich kümmere mich um die. Okay. Auf geht's. Ja. Longbow, der muss weg. Wieder Raketen in die Station reindrücken. Mein Ziel zerstört! Sehr gut. Ihr Grenzfeldler wollt eine Kostprobe von mir haben? So. Mein Ziel zerstört! Da ist noch so ein Longbow-Kasten, der muss weg. Hellcat. Na komm. Super Schutter. Voll direkt vor der Nase explodiert, ja. Mein Ziel zerstört. Oh. Wieder so ein Longbow. Verreckt doch endlich mal. Guck mal, er hat eine Rakete für mich. So, man könnte sogar rechtzeitig fliehen. Nice to know. Aber ich versuche die erstmal auch hoch zu jagen. Triebwerke war doch eine gute Idee, ne? Geben. Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Das ist gut. Oh nein, unser Satellit. Oh. Feindziel zerstört. Das war wohl gut machbar. Gucken, wie das weitergeht hier. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Jo, dann. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ach, die Dinger wieder. Beer Cat, ja. Und Longbow. Die müssen weg. Die müssen wir unbedingt wegkriegen. Denn die werden uns gefährlich. Schau mal an, mein nächstes Opfer. Ah, Mann. Feindziel zerstört. Das
Mein Ziel zerstört. Ah, sehr schön. Mach mal nur weiter so. Dann haben wir ja nicht mehr solche Problemchen. Was fehlt aber in den Rücken hier? Oh, da ist noch ein Lombo, oh, der muss weg. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Oh, jetzt habe ich den Torpedo. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! Gehen wir mal schön auf die Piloten drauf. Versuch mal, dem hier ein Torpedo reinzudrücken. Mein Ziel zerstört! Ja, macht das alles ganz gut da eigentlich. Da, überall wo man hinsieht, sind Feinde. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mein Ziel zerstört! Pilot ist an. Da, überall wo man hinsieht, sind Feinde. Habe ich mitbekommen, Mäuschen. Nötige Landeerlaubnis. Ein klares Negativ. Schadensmeldung geben. Ich weiß nicht, es wird verdammt kritisch, Sir. Wir sind in Schwierigkeiten. Scheiße. Super Schutze. Ja, ordentlich was abgekriegt. Mein Pilot hier auch. Benötige Landeerlaubnis. Ein klares Negativ. Das wird nix. Okay. Ja, mal schauen, wie das weitergeht, ja? Mission abgeschlossen. Ja, gut. Wir können landen, Sir. Schnell, schnell. Wir springen jede Minute durch den Jumppoint. Knapp, aber geschafft. Ja, muss ich den Schwierigkeitsgrad doch nicht runterstellen. Nur ein bisschen anders vorgehen und das war's dann schon. Haben wir die Nummer geschafft, ja? Fliegen Sie mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter. Jetzt wird's kriminell, ja? Admiral! Noch krimineller. Ich weiß nicht, was das soll, aber die Intrepid kommt immer näher. Na gut, Colonel. Ich nehme die Herausforderung an. 180 Grad. Sir, wir sind gleich am Jump Point zur Erde. Haben Sie mich nicht verstanden? Wendung um 180 Grad. Ja, Sir, zu Befehl. Wenn ein verlauster Straßenköter hinter dir her ist, dann ist es am besten, umzudrehen und ihm einen Tritt in die Rippen zu versetzen. Ja, das werden wir sehen. Oh, Scheiße. Ich glaub's einfach nicht. Er ist direkt vor dem Jump Point und dreht trotzdem um. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Piloten sofort bereit machen. Uh-oh. Komm schon, komm schon. Ah! Oh, gleich wieder raus. Muss das sein? Scheiße. Eine Menge Feinde. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Oh, Nick, wir sind schon unterwegs, ja? Oh Mann. Ja, da brennt er. 1:0 für die Guten. Maniac schlägt wieder zu. Die Vesuvius anzugreifen bringt einem nichts, soweit ich weiß. Das ändert nichts. Wir müssen einfach nur auf Pilotenjagd gehen, soweit ich weiß. Du Abschaum der Grenzwelten. 1:0 für die Guten. Die Lage hier ist zum Verzweifeln. Wir brauchen sofort Ihre Hilfe an Bord. Sie können jetzt wieder landen. Hören Sie, unsere Sensoren orten die Abwesenheit eines Schiffes. Wir brauchen unbedingt Blair an Bord. Okay. Das war ja noch machbar. Hätte schwieriger erwartet. Hm.
schön, Sie zu sehen, Colonel. Aber es ist noch schöner, Sie zu sehen, Captain. Eine fantastische Verbindung, was? Ich habe jetzt nicht genug Zeit, um Ihnen alles zu erklären, aber wenigstens kann ich Ihnen versichern, dass ich noch ein paar Freunde in der Konföderation habe. Ich befinde mich jetzt auf dem Schwesterschiff der Vesuvius. Und zum Glück gibt es an ihr ein paar Schwachstellen. Ich werde Ihrem Kommunikationsoffizier eine Menge Daten senden. Pläne, Freund-Feind-Codes und so weiter. Wie Sie sehen, sind Teile der Schiffsflanke leicht angreifbar, sobald diese Geschütztürme zerstört sind. Mal sehen, ob wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Wir geben unser Bestes, Sir. Und ob. So, geht die Post ab hier. Jetzt möchte ich aber erstmal speichern und den Part beenden. Das war jetzt meine Nummer hier. Und ja, viel Spaß dann nachher wieder auch im nächsten Teil. Bis dann. Ja.